So, da sind wir wieder. Und wir wollten schlafen. Also zuerst wollte ich schlafen und jetzt können alle anderen auch schlafen. Und danach hatten wir einen Zettel gefunden, wo drauf stand, das, was am weitesten am Westen liegt. Also westmost. Wirklich eine bessere Übersetzung ist mir da jetzt auch nicht eingefallen. Aber das soll ja erstmal reichen. So, wir haben an dem westmosten Punkt geschlafen. Wenn ich das richtig sehe. Oder ist hier irgendein Schalter? Nö. Ha. Na gut. Gucken wir uns jetzt hier um. Bereiten schon mal einen Feuerball vor. Und einen Blitzstrahl. Da geht's raus. Nee, raus wollte ich noch nicht. Und da geht's noch weiter runter. Höhö. Okay. Ich glaube, da springe ich eher runter, als dass ich den Teleporter mal benutze. Denn bisher hatten wir es, glaube ich, nicht, dass wir in so eine Grube gesprungen sind, in so einem Unterbereich gelandet sind und von da aus nochmal weiter runterspringen konnten. Sonst ist hier unten aber echt nichts, ha? Oh, doch, eine Kiste. Und was ist in der Kiste drin? Ein Heiltrank und ein Antidot. War das jetzt gegen Gift oder gegen Krankheit? Ich glaube Krankheit und er ist total überladen. Geben wir doch mal einen Sack voll Nahrung an ihn. Nö, dann ist er total überladen. Er kann mehr tragen. Gut. Und die sind alle hungrig. Da ein Stück, ihr beiden nicht. Gut. Wo wir langsam echt mehr als genug Kisten und Beutel und was weiß ich haben. Noch eine Sache, die ich in meinem Dungeon später anders machen werde. Ja, ich habe schon tierisch viel geplant. Ich freue mich tierisch drauf, wenn endlich dieses Toolkit oder wie auch immer das heißen soll, rauskommt. So, hier ist eine Tür. Die hat keinen Schalter und kein Schlüsselloch und keine Druckplatte. Die wird wahrscheinlich aufgehen, wenn wir dieses Westmost-Rätsel gelöst haben. Eine einsame Fackel macht aber auch nichts. Hein? Da war sie drin, die Schriftrolle. Gucken wir noch kurz da nach oben. Sandalen und Bauernhosen. Nee. Danke, muss nicht sein. Hier ist auch nichts. Na, komisch. Na gut, Westmost. Das wäre da. Ach, hier war die Kriegerherausforderung, ne? Vielleicht kommen wir von hier zu der Kriegerherausforderung. Und ich habe einen Tipp gelesen, den ich jetzt aber nicht benutzen kann. Also in den Kommentaren stand jetzt schon, glaube ich, zwei oder dreimal drin. Mach doch mal die Fackeln aus, dann kannst du durch Wände gucken. Ja. Also nicht wirklich durch Wände gucken, aber wenn da eine Geheimtür ist, dann scheint das Fackellicht von hinter der Geheimtür durch die Ritzen sozusagen durch. Nur wenn ich jetzt die Fackel wegnehme, haben wir immer noch Licht. Wegen dem Lichtzauber. Und einen Dunkelheitszauber gibt es anscheinend nicht. Obwohl, ich glaube, der Zauber hört gerade auf. Das heißt, es wird richtig schön duster. Auf YouTube wird man jetzt. Oh. Ich wollte gerade sagen, auf YouTube wird man jetzt gar nichts sehen, aber ich sehe selbst auch fast gar nichts. Hey. Aber wenn mich gerade nicht alles täuscht, wurde gerade eine Nachtsicht aktiviert. Also das ist ja auch so, wenn man aus dem hellen Raum in den dunklen Raum reingeht, also in Real Life, sieht man gar nichts. Aber wenn man lange noch im Dunkeln ist, erkennt man seine Umgebung besser. Und das ist gerade hier auch passiert. Also der Bildschirm ist total schwarz geworden und jetzt erkenne ich wieder Umrisse. Das ist ja mal cool. Also gut, ihr seht jetzt wahrscheinlich fast gar nichts, dank YouTube und so. Aber ich gehe hier einmal kurz lang und gucke, ob irgendwo irgendwas durchscheint. Und wenn nicht, dann mache ich gleich wieder die Fackel an. Und auch nur die Fackel und nicht den Lichtzauber dazu, falls wir diesen Trick hier nochmal irgendwo hier in der Nähe benutzen müssen. Und vielleicht hat der Typ einfach ein Problem mit der Richtung. Vielleicht meint er auch Eastmost. Aber da ist die Tür. Na gut. Fackel in die Hand. Einschlagen können wir dich auch nicht. Ah. Na gut, dann schreibe ich hier mal Notiz hin. Mit Westmost.
die ich dann hoffentlich später, wenn wir mal ein bisschen Zeit über haben, lesen werde. So, Westmost. Also wir haben einfach hier rumgestanden. Wir haben hier geschlafen und wir haben hier nach Schaltern geguckt. Oh, hier kann man runterspringen. Oh, also man kann von oben hier runterspringen. Noch irgendwelch neuer Schalter hier versteckt? Wir haben ja vor kurzem schon mal so einen neuen gefunden mit diesem Symbol hier. Vielleicht gibt es ja noch mehrere. Aber nö, wüstes Klicken bringt auch uns hier nicht weiter. Na gut, dann hopsen wir mal in die Fallgrube. Und gucken, wo wir da rauskommen, weil wir sind jetzt schon in Level 7. Ancient ist verdammt alt. was ist eine gute Übersetzung für Ancient? Antik. Antike Kammern. Das wäre eine einigermaßen gute Übersetzung. Knack. Kein Gegner. Gleich was zu essen vor der Tür. Das ist schon mal gut. Und wir sind jetzt in The Vault. Das ist die Kammer oder Schatzkammer. Aber ja, Vault kennt wahrscheinlich jeder, der mal Fallout gespielt hat. Oh, das sind diese kleinen grünen Krabbeldinger. Was haben wir hier? Ein Kraut. Und eine neue Tür. Ha. Und ich wette, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, also höchstwahrscheinlich diese Eisbombe hier, wenn es eine Eisbombe ist, hochhebe, dann kommen die da alle raus. Das heißt, mein Plan ist, ich nehme jetzt die Eisbombe und laufe rückwärts hier zur Tür, damit wir nur gegen zwei auf einmal kämpfen müssen. Denn ich will nicht von so einem Sechserpack hier umrundet werden. Also, rückwärts. Das muss gerade peinlich ausgesehen haben. Also die Tür ist nicht aufgegangen und unser Dieb ist überladen. Überladen ist nicht gut. So, keiner mehr überladen. Ha. Also wenn das so nicht aufgeht, dann müssen wir wohl hier was reinlegen. Einen heiligen Stein. Ja, das hat's gemacht. Okay, das Schwert zu benutzen war gerade Overkill, denke ich mal. Vor allem, die sterben ja richtig viele. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Aber vielleicht ist es auch einfach nur unser Feuerball. Der macht ja mächtig Badabum, anscheinend. Oh, ich höre einen Ogre. Nicht schon wieder. Aber jetzt mit dem Feuerball müsste das ja echt gehen. Sollten wir da unbedingt vorher schlafen. Können wir ihn hier durch schon sehen? Oh, schade, das hätten sie noch machen können. Also, dass das hier zu ist und dass man den Sichtschlitz dann irgendwie so aufstupsen kann. Das wäre auch noch cool. Und dann sieht man dahinter so einen Ogre lang schleichen. Das wäre schaurig. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wir können die Druckplatte noch irgendwie zu unserem Gunsten nutzen. Warte mal. Aha. Okay, also wenn wir gleich gegen den Ogre kämpfen, können wir den Ogre hier theoretisch einsperren. Aber erstmal Fackel aus der Hand und schlafen. Denn wenn wir volle Lebenspunkte haben, dann kann es passieren, dass der Dieb und der Krieger jeweils einen Schlag überleben. Also mit noch einem Lebenspunkt über oder so. Und das ist doch schon mal praktisch. Also, Fackel in die Hand. Da fällt mir ein. Wir haben hier gar keinen Teleporter zurück, oder? Ah doch, okay. Ich dachte schon, weil mit einem Ogre sich anlegen, wenn man keine Möglichkeit hat, zurück zu einem blauen Kristall zu kommen, ist nicht ganz so toll. Also, speichern wir kurz ab. Neuer Slot und so. LP. Aber wir wissen auch nicht, wo der Teleporter dahin führt. Wir sind jetzt zwei Ebenen unter unserem eigentlichen Level. Also, du weg. Du bist kein Ogre. Du bist ein Secret. Ein Vollhelm. Schwere Rüstung. Schutz plus 12. Das ist wesentlich besser als Schutz plus 8. Definitiv. Auch wenn der Minotaurenkopf da bestimmt gar nicht reinpasst. Aber wenn man jetzt die Rüstung rassenabhängig gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich noch komplizierter geworden. Was ich aber gar nicht so schlecht finde. Also ich finde, je mehr Ausrüstungsmöglichkeiten, desto besser. Weil das jetzt mal mit Minotauro keinen Vollhelm tragen kann, dafür gibt es für ihn irgendwelche Hörner-Piercings oder was weiß ich. Oder allgemein verschiedene Größen von Rüstungen.
Das finde ich auch immer cool. Das heißt, du findest dann einen Stahlplattenpanzer, aber der ist dann die falsche Größe. Dann ärgerst du dich richtig. Aber wenn du dann irgendwann mal den findest, der in deiner Größe ist, dann freust du dich auch tierisch. Und so sollte das sein. Also, die ganze Ebene war hier wohl nur für ein Secret. Also jedenfalls dieser kleine Bereich von der ganzen Ebene. Und gucken wir mal, wo wir rauskommen. Oh, das ist doch mal ein Service. Wir kommen da raus, wo wir runtergesprungen sind. So, hier war die Tür, die nicht aufging. Da war das Westmost. Da ist die Notiz zum Westmost. Und wir kommen hier trotzdem nicht weiter. Also, hoch. Hallen des Feuers. Da. Stimmt, wir müssen das Rätsel hier noch lösen. Ich bin hier aus Versehen in so eine Fallgrube getapst. Das heißt, wir müssen jetzt darum und gucken, wo eine Fallgrube zugegangen ist. Denn wir hatten ja... Und in den Kommentaren stand 4, 5, 6, 7000 Mal drin, Gegner respawnen nicht. Nein, nein, die tun das nicht. Und da sind zwei neue. Ja. Ich glaube euch kein Wort mehr. So. Eisdingens, Blitzstrahldingens. Und ich hätte euch gerne in einem Bereich, wo ich leicht um euch rumtanzen kann und nicht hier. Ja, hier ist Tanzen doof. Obwohl, hier geht. Außer die beiden kesseln mich hier ein und wir sterben alle einen feurigen Tod. Okay, kommt mal hierher. Oh, bei dem alten... Wow. Genau. Jetzt drehen wir uns hier immer im Kreis. Solange uns ein Freund kommt und uns einkesselt. Zählt davon. So, Blitz. Und Eis. Gorn kriegt ein Level up. Ja, das ist doch auch ein Vorteil von respawnenden Monstern. Vor allem welche, die 500 Erfahrungspunkte bringen. So, Blitzschlag. Wo ist Nummer 2? Da ist Nummer 2. Wie kommen wir... Da kommen wir dahin. Mist. Aber hier wissen wir, wo wir den blauen Kristall in der Nähe haben. Versuchst du uns gerade zu umgehen? Hinterhältiger Schmock. So. Ups. Ah, gut, dass die Eisstacheln keinen Schaden machen, wenn du drauf tappst. Vielleicht haben wir keinen Mana mehr. Jo. Das musste die Pizza alleine machen. Trifft nicht. Ups. 17 Schaden. Das wird dauern. Das wird richtig dauern. Na, ah, da war ein Step bei. Also kein Backstep, sondern die normale Fähigkeit Step. Tada! Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, mal zu gucken, wie sich die 500 Erfahrungspunkte aufteilen. Weil ich habe immer noch keine ausgiebigen Tests gemacht, was die Erfahrungspunkte angeht. Ihr mich auch, keine respawnenden Gegner. So, zu. Bin ich überhaupt in die richtige Richtung gelaufen? Nein. Ich wollte dahin. Denn der blaue Kristall ist irgendwo hier unten. Und unser Luftmagier, der Unsichtbarkeit zaubern könnte, ist natürlich tot. Geh mal nach da. Ich würde gern an dir vorbei. Ja, du. Klick, klick. Klick, 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 klick. Der will jetzt nicht echt das Ding da blockieren, oder? Na gut. Er hat es nicht so... Ah, super. Lass uns durch. Schnell, 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 schnell. Au. So, und wenn der Ogre jetzt hier auch respawnt, das haben wir ein Problem. Wenn nicht, können wir einfach bis zum blauen Kristall durchflitzen. So, nicht hier. Nee, nee, nee. Weiter, weiter, weiter. Runter, die machen wir auch zu. Und da ist er ja schon. Schöne Sache.
Dann machen wir noch schnell unser Level up und dann können wir auch schon wieder einen Cut machen. Also Rüstung nicht. Äxte ja. Lebenspunkte plus 5. Okay, das klingt jetzt nicht so viel, aber ich will halt später bei 22 Cleave bekommen und bei 33 Rampage und so weiter. Rampage, ein extrem mächtiger Angriff, der massiven Schaden verursacht. Ja. Massiver Schaden klingt gut. So, und unser Dieb, Assassination. Was könnte er bekommen? Er könnte bekommen Reach Attack. Daraus kann er aus der zweiten Reihe angreifen, was bei uns ziemlich sinnlos ist. Aber ab Level, also 16 kommt erstmal 2 Stärke dazu, was sehr praktisch sein wird, was den Schaden angeht und Tragkraft. Und mit 20 dann verbessertes Backstabbing. Dreifachen Schaden von hinten. Und danach auch nur noch bessere Sachen. Also Assassination lohnt sich auf jeden Fall. Was war mit Daggers? Bei Daggers bekommt er ab 22 und 33, genau wie der Minotaur mit den Äxten auch, Sonderangriffe. Aber dreifacher Schaden klingt besser. Also Assassination. So, abspeichern. Wieder neues Slot, LP 49. Und wir sehen uns gleich wieder.